Ich glaube, fünf Stück für einen Barren oder so, kein Plan. Chlorophyte braucht man später doch auch noch für die anderen Blöcke, ne? Für die Shroomite-Barren, oder? Ich glaube ja. Ach, den Shroomite-Typen muss ich auch noch immer anlocken. Oh, guck mal, die schöne Ader da drüben. All the Chlorophyte. Scheiß Wasser. Da baut sich echt schnell ab. Also die Spitzhacke ist geil. Na komm, bau Chlorophyte ab. Wofür bist du denn hier, Junge? Ach, guck mal, Herzkristall. Aber brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Hier gehen wir wieder zurück. Könnten hier nicht einfach Armored Skeletons spawnen? Mann, Mann, Mann. So. Große Chlorophyte-Adern. Da drüben links zum Beispiel. Die gefällt mir gut. Ich werde vom Angry Trapper hier bewacht. Das ist natürlich nicht gut. Oh, was ist da unten los? Dicker Kampf. Einfach mal durchgraben. Und da sind wir schon da. All the Chlorophyte. Yay! So, was geht eigentlich im Chat, Leute? Was macht ihr da so im Chat? Ich verstehe, warum er Dingens gewählt hat. Expert. Ja, das wäre, glaube ich, sonst ein bisschen zu langweilig geworden. Schon wieder eine Staffel Terraria im normalen Modus. Klar, wenn man jetzt irgendwie was Spezielles macht, eine Challenge oder so, weiß ich nicht. Zum Beispiel Challenge nur Jojo-Challenge. Das wäre lustig eigentlich. Da würde ich, glaube ich, auch nicht im Hard Mode, nicht in Expert direkt. Bin schon so oft genug gestorben hier im Expert Mode. Ah, diese ganzen kleinen Adern, ey. Ich weiß nicht, ob ich die abgraben muss unbedingt. Oh, Angry Trapper. Angry Trapper, die Dinger können doch, die lasse ich noch wachsen, die sind mir zu klein. Die können doch die Uzi droppen, ne? Ist es nicht so? Ich glaube. Da unten ist eine schöne Kurve. Also, warte, ja, wir brauchen Licht, ne? So. Ah, okay, das Wasser fließt hier schon ab. Oder auch nicht. So, warte, wir machen Licht. Obwohl die Chlorophyte-Adern hier hätten auch noch fast wachsen können. Egal, ich bin ein Monster. Ich gebe dem Chlorophyte keine Chance, sich zu entfalten. Selber schuld. Ist ja mein Problem. Die da oben lasse ich aber, die sind echt zu klein. Ich weiß, habe ich eben auch gesagt. Hab mich nicht dran gehalten. So. Ab nach oben mit uns. Und dann geht's hier gleich weiter. Erstmal was trinken. Erstmal schauen, was der Chat eigentlich so sagt. Der Chat. Ja, stimmt, das ist echt ätzend mit dem Dschungel, dass der irgendwann verschwinden kann, wenn man Pech hat. Die Pirateninvasion haben wir schon gehabt, jo. Oh, Angry Birds. Angry Birds, Leute.
Pirateninvasion hatten wir schon und wir hatten sogar schon dreimal die Sonnenfinsternis. Muss ich mir überlegen. Dreimal, ey. Wir sind noch nicht lange im Hard Mode. Ja doch, Hard Mode. Hier sind wir fast zu klein, die Adern hier. Das ist eine schöne Ader. Die schnappe ich mir. Pirateninvasion hätte ich eigentlich sogar mal wieder Bock, muss ich sagen. Einfach nur um zu schauen, wie viel besser wir jetzt geworden sind. Da oben ist eine Life Fruit. So. Ich glaube, inzwischen müssten wir die Invasion eigentlich ganz gut bewältigen können. Außer natürlich das dicke Mutterschiff da, was da kam, ey. Scheiß Piratenschiff mit 50.000 HP oder was der hatte, ey. Boah, das war schon heftig. Ich meine, man kann auch mal übertreiben, ne? War sehr kleine Chlorophyte-Adern hier überall nur. Ich glaube, die hier ist mir groß genug, komm. Einfach nur, dass wir mal wieder einen abbauen. Ein Monster, ich weiß. Noch mal irgendwo eine richtig schön große Ader, das wäre doch was. Ja, guck mal hier, 5, 4, 7, 6, da die, das ist eine schöne. Pass auf, da graben wir uns hier noch durch das Kobalt. Da hätte ich gar nicht gemusst, okay, Spinnenalarm, tot. Tot, alle sind tot. Echt, bei euch ist es so windig, bei uns ist es scheiße heiß einfach nur, mehr nicht. Einfach nur heiß. Da ist eine Live-Food. Bin ich schon wieder ausgeflippt, da. Oh. So, 4 Stück nur noch, dann haben wir Max Leben. Nice one. Weiter spelunkern. Hier, das ist auch eine schöne Ader, die nehmen wir auch mit. Wir können gleich mal eben schauen. Wie viel haben wir jetzt schon? Bin ich blind? Ah, 259, echt? Mit Ziffel habe ich noch nicht gerechnet. Warum? Wo sind die Augen? Da oben hängen die. Die hängen irgendwie oft fest, kann das? Das ist eine schöne Ader da links, ne? Ja. Der wandelnde Händler ist da. So, Licht. Bin mir nicht sicher. Brauchen wir irgendwas von dem wandelnden Händler? Wahrscheinlich nicht. Danke. Weiter geht's. Ja, ja, dann, nee. Sind wir nicht groß genug. Die da, oh. Da geht mir ja schon ein bisschen einer bei ab, ne? Wenn ich die Ader sehe, ey. Ha. Alter Schlingel. Alter Schlingel. So müssen Adern aussehen. Da schlägt das Chlorophyte-Herz höher. Ich weiß nicht, ne? Die Spinnen waren auch nicht schlecht. Muss ich ehrlich sagen. Die Zwillinge-Dinger hier, die sind nicht so geil irgendwie. Ja, komm, die hier drüben nehmen wir auch nochmal mit. Gönnt sich doch sonst nichts. Mal
schauen, ob wir überhaupt so viel Chlorophyll brauchen. Ich bin mir nicht sicher. Aber Hauptsache haben. Wie gesagt, die Shroomite-Barren brauchen auch Chlorophyll. So, die Ader kann noch ein bisschen wachsen, glaube ich. Flash, schön, dass du dabei gewesen bist. Mach dir noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, sag ich einfach. Ciao, ciao. Ja, schön, dass Flash mal wieder vorbeigeschaut hat, muss ich sagen. Da freut man sich immer. Die hat echt so viele um die Ohren in letzter Zeit. Ich sehe die so selten. Das ist echt schade. Na gut, da unten ist diese... Ach stimmt, das war die eine Plantera-Bulb, die wir ja schon ausgegraben hatten. Ja, das wäre wohl oder übel dann wohl das nächste, was wir machen sollten, ne? Plantera. Da bin ich mal gespannt, ey, was das wird mit uns. Plantera und ich. Obwohl Plantera, muss ich sagen, finde ich mit der Dingens, mit der Harfe, war die immer richtig cool. Konntest du die immer gut besiegen. Das ist natürlich nur die Frage, was hat die jetzt in Expert-Mode drauf? Ich will es gar nicht wissen, Leute. Wir werden es aber erfahren, irgendwann, früher oder später. Die zwei Erze lasse ich nicht liegen. Niemals! So, jetzt, jetzt grabe ich hier doch so eine kleine Chlorophyll-Ader an, ne? Ja, Pech gehabt, Chlorophyll. Pech gehabt. Hast du schon von dem neuen Spiel Trove gehört? Ne, sagt mir gar nichts. Was ist das für ein Spiel? Also welche Art Spiel quasi? Welches Genre? Von welchem Entwickler und? Hau mal ein paar Infos auf den Tisch. Orichalcum, ja, warum nicht? Wenn wir eh auf dem Weg sind, kann man auch mal das ganze Orichalcum hier mitnehmen. Ja, ihr wollt Licht, ne? Ihr wollt Licht, könnt ihr haben. Sowas ist eine schöne Chlorophyll-Ader, da kann man mit arbeiten. So. Rechts ist eine Life-Root. Ihr wollt mich doch wieder trollen, ne? Rechts gibt's eine Life-Root. Ah, ihr habt mich nicht getrollt, stimmt, da. Nee, hä? Wo denn? Life Fruit. Wo? Grants. Mach die Augen auf. Ihr trollt, oder? Ah, schau auf dein Radar. Chlorophyll detected. Ach, zeigt ihr mir Life Crystal? Ich glaube, das ist der Life Crystal, der da oben war. Life Fruit. Ne, stimmt, du hast recht. Hier ist irgendwo eine Life Fruit. Und ich sehe sie wieder nicht. Ach, fuck, wieso bin ich immer so blind? Peter, komm mal her. Blauer Slime Banner, Life Crystal, Silver Bullets brauchen wir nicht. So viel Quatsch irgendwie gefunden. Ah, da oben ist die Life Root, ich sehe sie. Da. Bin blind. Was sowas angeht, bin ich einfach hoffnungslos blind. Und ich werde auch immer hoffnungslos blind sein in der Hinsicht wahrscheinlich. Das ist schlimm. Jetzt sagt er nur Chlorophyll. Na komm, nehmen wir das auch direkt mit. Wenn ich schon mal hier stehe. Das ist unglaublich. Ich habe sowas an den Augen. Und ich habe schon meine Brille auf. Ne? Man mag es kaum glauben. Ey. Ich nutze mein Radar aber viel zu selten. Wird mir da mal wieder dann direkt bewusst. Oh,
Na komm mal her, Dicker. Wow. Dann doch ein paar mehr Gegner, als ich erwartet habe. Die 450. Hornisse haben wir gerade besiegt, Leute. Muss ich mal überlegen, ey. Krass. Und hier soll irgendwo eine Motte sein. Ah, okay. Schon wieder weg. So, komm, ein bisschen Chlorophyte hier. Das ist eine geile Chlorophyte, Alter. Dreckiger Trapper, ey. Ich hasse dich. Oh, der 50. Angry Trapper. Hätte ich nicht erwartet, dass es schon so viele sind. Ich fand die Spinnen fast geiler, muss ich ehrlich sagen. Was lag da gerade? Angry, irgendwas Angry. Angry Birds, Leute. Das kann hier rein. Das kann hier rein. So viel Quatsch auch einfach. Gel. Brauche ich nicht. Hab ich schon mehr als genug von. Ich glaube, wir haben auch erstmal gleich genügend Chlorophyte. Obwohl, solange wir hier noch Dingens finden können. Ich habe das Gefühl, die Spinnen haben viel, viel schneller angegriffen. Ach, das war eine Motte. Deswegen hat die so lange überlebt. Inventar ist schon wieder voll. Hier ist noch ein Plantera Ball. Ne, doch nicht. Hä, ne, mein Inventar ist nicht voll. Wieso hat er denn den Stinger nicht mitgenommen? Keine Ahnung. Wow. Dreckslime. Chlorophyte. Ich habe jetzt immer ein bisschen ein Auge drauf. Ah ja, das ist eine schöne Chlorophyte-Ader hier. Immer ein bisschen Auge drauf, ob da eine Live-Food auf dem Radar angezeigt wird. Wahrscheinlich werde ich es aber eh wieder versäumen, wenn da gleich steht Live-Food. So. Was macht der Chat so? Strange Plant. Ehrlich, ich übersehe alles, oder? Wieso seht ihr das immer alles? Ich find's so krass. Da oben, stimmt, klar. Wie kann man das übersehen? Also manchmal denke ich mir, ich spiele hier mit verbundenen Augen, ey. Oh, springt er mir auf den Kopf, ey. Inventar ist schon wieder voll. Mottendinger, das. Okay, Vines haben die wieder gedroppt hier. Angry Trapper. Na, was willst du? Grants ist ein RPG in Minecraft-Look. Ist Free Housing so ähnlich wie Cube World? Was meinst du mit Free Housing? Komm, einen Spelunker gönnen wir uns noch. Da unten ist eine richtig dicke Chlorophyte-Ader. Die gönnen wir uns. Ich habe mich hier irgendwann schon mal scheinbar runtergegraben. Ich weiß aber nicht warum, vielleicht war hier eine Life-Root. Also wir haben so viel Chlorophyte. Ich glaube, damit kommen wir sogar erstmal ein bisschen über die Runden. Guck mal, die Ader hier, die liegt ja hier quasi vor unseren Augen, ey. Oh, da kommt wieder so ein Floaty Gross.
haben wir gerade so viele Gegner? Komm, wenn wir hier schon mal stehen, nehmen wir das auch mit. Ich weiß, es ist eine sehr kleine Ader, die hätte eigentlich noch schön wachsen können. Aber ist mir jetzt Wayne. Der ließ mir Wayne. So. Moinsen. Bin heute schon genug in der Corruption gewesen. Crimson, sorry. Turtle Shell haben wir wieder gefunden. Da haben wir auch mega Glück mit den Dingern, ne? Die finden wir auch andauernd. An jeder Ecke. Da oben die Chlorophyll Ader ist mir eigentlich auch schon groß genug. Oh fuck, das ist ein Problem. Auch noch eine Drecksmotte auf einmal. So, Motte ist down. Scheiß Hornissen! Dreckspack, ey. Oh, ich fall runter. Oh, Steffi hat keine Lust mehr aufzunehmen. Du musst jetzt ordentlich was im Voraus aufnehmen, Steffi, wa? Oder hast du die Chance, bei deinen Dingens aufzunehmen? In deinem Urlaub. Man will ja auch eigentlich mal Urlaub haben und abschalten, ne? So, ich glaube, ich habe echt genug Chlorophyll fürs Erste. Vielleicht sogar für immer, man weiß es nicht. Naja, die Shroomite-Barren, die brauchen auch, ne? Wird der ein oder andere jetzt sagen. Guck mal, da ist eine Lifeboot gewachsen. Yay. 490. Zwei Lifeboots nur noch, dann haben wir es. Weiter unten gab es auch noch eine Lifeboot, da wo Peter gewesen ist. Ach Gott, der Grant, ey. Gott, ich weiß aber nicht mehr, wo ich Peter gerufen habe, ey. Ich kann ja einfach mal durchrennen und dann wird's mir ja angezeigt, oder? Live Fruit. Ey, der Digga hier wieder. Boah, noch so ein Ding. Da drüben ist auch die Chlorophyll-Ader wieder. Ups. Und hoch mit uns, nicht dahin, ganz hoch. Zum Chlorophyll, auf! So. Spelunker. Ah, 12 Sekunden noch der Spelunker, dann ist er auch vorbei. Dann mach ich mir auf den Nachhauseweg. So, ich glaube, hier unten hatte ich ihn gerufen, ne? Nur Chlorophyll angezeigt. Lifeboot, okay, Lifeboot hier irgendwo. Toll. Lifeboot immer noch. Da drin nicht. Oh Gott, scheiß drauf. Spelunker wird's mir schon sagen. Ah! Wo soll denn diese scheiß Lifeboot sein? Lifeboot, jetzt sagt der Lifeboot. Da unten, ah, habt ihr gesehen. Also ohne das Radar wäre ich auch geschmissen.
kann doch kein normaler Mensch hätte die sehen können. Kein normaler Mensch, aber ein Combat Toast. So, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch eine Life Fruit, aber ich werde jetzt erstmal nach Hause trotzdem gehen. Nicht, dass ich dann sterbe. Och, schon wieder ist das Dingens nicht da. Jungle Rose. So, Peter, komm mal her. Inventar. So, bei dem Typen wird jetzt erstmal wieder dick verkauft. Die Dinger hier. Den Rest behalten wir, würde ich sagen. Wow, so viel Chlorophyte auf einmal geerntet. 999 Matt. Ja, wer weiß, wenn man die mal gebrauchen kann, ne? Und noch mehr Matt. Und ein bisschen Silt. Okay, danke. Okay, in die Bannertruhe hier kommt der Angry Trapper Banner. Huah. Und jetzt wird Chlorophyte hier. Einfach zu Barren 6 Stück, genau. Chlorophyte Bricks. Okay. Das gibt richtig schön Barren. Ab geht die wilde Bannenfahrt. 93 Chlorophyte Barren, das ist doch schon mal schön. So, was können wir da jetzt Schönes draus machen? Also, natürlich können wir hier ordentlich die Rüstung uns verbessern, ne? 18 Verteidigung. Ja, komm, machen wir direkt. Gedreckt! Und dann holen wir uns wieder für Melee Damage. Wegen den Jojo, das macht ja, ist ja Melee Damage. So, wir haben aktuell 94, dann wollen wir mal schauen. Wenn wir das ausrüsten, gehen wir hoch auf 97. Hat jetzt nicht so einen dicken Buff gebracht, aber nochmal 4 Verteidigung mehr ist auch nicht schlecht. Diesmal nicht im Expert-Mode. Echt? So Hardcorer? So, jetzt haben wir hier Chlorophyte Arrows. Die machen natürlich guten Schaden. Was könnten wir uns noch herstellen? Die neue Pickaxe. Wofür brauchte man die Pickaxe jetzt nochmal? Mit den 200% ein Range mehr. Die hat auch 200%. Kommt halt nicht so weit. Dann könnten wir sagen, die Chlorophyte Pickaxe können wir überspringen eigentlich. Partisane, Claymore und Saber. Brauchen eigentlich nichts mehr aus Chlorophyte, oder? Wie seht ihr das? So, dann kommt jetzt hier die Rüstung rein. Hat uns gute Dienste geleistet, muss man ja mal so sagen. Und hier bei den Hard-Mode-Erzen. Chlorophyte kommt hier runter. So. Ja, genau. Okay. Das kannst du auch haben. Reforge. 4. Was hat der? Melee Speed. Ah, Flügel sind immer so scheiße teuer, ne? Defense. 2% Damage. Lucky. Ach Mensch, das schöne Geld. Spiked. Also 2 Defense. Ja, komm, nehmen wir die Defense halt erstmal.
Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur